Hallo Freunde, willkommen zur nächsten Ausgabe von Barbecue Bären. Heute machen wir einfach nur mal ein Maishähnchen vom Drehspieß, weil das haben meine Kinder sich gewünscht. Die wollten unbedingt mal gerne wieder ein Hähnchen essen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie ich das gemacht habe, dann bleibt dran. So, für unser Maishähnchen vom Drehspieß habe ich hier so ein paar spärliche Zutaten stehen. Da habe ich hier drei Knoblauchzehen, die habe ich schon mal fein gehackt. Dann habe ich hier so zwei Esslöffel Kräuter der Provence. Und dann habe ich hier nochmal eine Hähnchengewürzmischung, die ich mir selber angemischt habe. Aber aus was die besteht, das zeige ich euch oder schreibe ich euch unten in die Infobox. Dann habe ich hier noch ein bisschen Olivenöl. Und hier hinten habe ich zwei Maishähnchen. Ich hoffe, man kann sehen, dass die so schön gelblich sind. Die haben 1,3 Kilo. Das Geile an den Dingern ist, die haben hier so einen eingebauten Temperaturfühler, der uns anzeigt, sage ich mal, wenn das Ding gar ist, ploppt der raus und dann wissen wir, es ist fertig. So, aber jetzt fangen wir an. Ich beginne jetzt damit, nehme hier unsere oder bereite die Gewürzmischung für die Innenseite vom Hähnchen vor. Dazu nehme ich mir den Knoblauch, mache die Kräuter der Provence da rein. Dann nehmen wir das Olivenöl. Schütten uns da was rein. Gucken, ob es reicht. Dann nehmen wir uns einen Pinsel und vermengen das Ganze schön, dass wir so eine schöne, feste Paste haben. Schön sämig alles und das stelle ich jetzt beiseite. Lass das noch ein paar Minuten ziehen und in der Zeit bereiten wir unsere Hähnchen vor. Jetzt machen wir uns an das Hähnchen. Ich habe jetzt hier eins liegen. Das werden wir nehmen. Uns den Finger nehmen und hier die Haut so ein bisschen wegzupfen. Und dann hier so reindrücken, wie ihr seht. Und die Haut so von der Brust hier ablösen. Das machen wir hier schön auf beiden. Schön vorsichtig machen, nicht dass die Haut reißt. Und das Ganze machen wir schön auf beiden Seiten. Dass die Brust schön von der Haut oder die Haut schön von der Brust gelöst ist. Dasselbe versuchen wir hier drüben. Oh, hier geht es schon gut. Bei den Bollen, da machen wir dasselbe. So gut wie es geht, lösen wir die Haut. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut sehen. Das werde ich jetzt soweit fertig vorbereiten. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt über. Ja, und ich mache das Ganze auf dem Holzbrett, das ist richtig, aber mein Holzbrett ist mit Folie eingewickelt. Also kommt das damit nicht in Berührung. Nicht, dass da wieder welche um die Ecke kommen und sagen, i, der macht Hähnchen auf Holzbrett oder sonst was. So, und dann sage ich, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das soweit hier vorbereitet habe. Die Haut habe ich jetzt soweit abgelöst. Jetzt nehmen wir uns hier unsere Kräutergewürz. Ja, Pampe will ich nicht sagen, Mischung. Nehmen uns ein bisschen was hier auf diesen Pinsel. Dann werden wir uns die Haut hier hochheben. Werden das erstmal schön da unten runter auf die Brust machen. Und als nächstes nehmen wir uns einen Finger und werden das komplett schön auf der Brust hier verteilen. Dasselbe machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Schön was von der Kräutermasse rein. Verschmieren das schön. Dass auch überall was von der Knoblauch-Kräutermischung ist. Wie ihr sehen könnt hier, es ist jetzt überall gut was hingekommen. Das mache ich jetzt noch hier bei den Bollen. Die Gewürzmischung habe ich jetzt unter der Haut schön verteilt. Ich hoffe, man kann es hier auch einigermaßen gut sehen. Sieht man hier überall das Grüne. Und den Rest von der Gewürzmischung, den habe ich genommen hinten und das Hähnchen von innen auch nochmal schön ausgestrichen. Ist halt nur eine Geschmackssache. So, und jetzt werden wir uns unser Olivenöl nehmen. Machen uns da ein Tröpfchen auf das Hähnchen und schmieren das schön ein, dass überall ein bisschen was ist.
Und wenn wir das haben, dann werde ich mir einen Handschuh ausziehen. Dann nehmen wir unsere Gewürzmischung und werden die hier auf unserem Hähnchen verteilen. Schön andrücken. Und dann ist das auch an Vorbereitung alles für unsere Hähnchen. Das mache ich jetzt mit beiden fertig, dass die gewürzt sind. Dann schließen wir sie noch auf und dann geht es weiter. So, unsere Experten, die sehen jetzt so aus. Komplett schön eingewürzt. Jetzt werde ich mir meinen Spieß nehmen. Hinten durch. Hier haben wir unseren Spieß jetzt fertig. Den habe ich hier einmal gebunden und da nochmal, dass die Flügel halt schön am Körper anliegen und nicht im Grill, wenn der gleich dreht, rumlabbert und rumflattern und was auch immer. Und den Spieß nehmen wir jetzt und machen den so bei 180 Grad, 190 Grad für circa eine Stunde, anderthalb, wird er da jetzt schön vor sich hindrehen. So Freunde, sind wir auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Hier habe ich jetzt einen so eine Bolle liegen, ein bisschen was von der Brust und von der Haut. Das werde ich jetzt nach für nach probieren. Ich fange mal mit der Brust hier an. Wow. Also sowas Saftiges wie diese Maishähnchen, ey, das ist schon der Knaller. Also die Brust ist jetzt nach knapp anderthalb Stunden sind es jetzt, habe ich es drauf gehabt. Die ist noch saftig. Der Knoblauch kommt volles Rohr durch mit den Kräutern. Das ist also so, wie es eigentlich auch gewollt war. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen was von der Kruste. Nehmen wir hiervon noch was. Ein bisschen mehr. Ja. Also so soll ein Hähnchen sein. Saftig, vom Geschmack her Bombe, durch den Kräuter und Knoblauch, das Innenleben, dass die Brust, sage ich mal, auch ein bisschen Geschmack hat. Es kommt gut durch. Also hat sich gelohnt, das so zu machen. Ja, die Kruste. Also mir schmeckt meine Gewürzmischung, die ich mir da immer zusammenrühre, gut. Ich verlinke die euch unten, wie gesagt, in die Infobox, aber es ist ja Geschmackssache, jeder macht es irgendwie anders. So wie es jetzt ist, mir gefällt super. Wer einen Drehspieß hat, sollte vielleicht mal so ein Hähnchen machen. Auch so ein Maishähnchen, weil die vom Geschmack her, das merkt man doch schon, ein bisschen anders sind. Und ja, wenn euch wiederum dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar, ein Abo sowieso. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, der Barbecue-Bär. Bis dann, macht's gut, ciao.